Die Welt kann so schön sein. Zumindest mal aus Sicht der Bullen und der Käufer ist es im Moment eigentlich ganz angenehm, was wir da am Markt sehen. Zum Beispiel der DAX heute nach dem Wochenende immer noch positiv gestimmt und das große Bild, das hat sich natürlich nicht verändert. So schnell geht das natürlich nicht. Wir hatten letzte Woche ja hier schon erwähnt, dass wir im großen Bild hier ein bisschen was getriggert hatten und hier im Kleinen sehen wir den Schub, den wir nach oben haben. Alles super. Wenn wir rückläufige Bewegungen haben, sind die weit voneinander entfernt. Das ist erstmal ein ganz gutes Zeichen, zumindest mal in diesem größeren Bild. Nur hier im Kleinen, da müssen wir nochmal gleich drauf gucken. Aber das machen wir am Ende dieses Videos nochmal. Was war passiert? Gucken wir ganz kurz auf den heutigen Tag. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, aber aus China gab es tolle Nachrichten, nämlich beim Manufacturing PMI, also bei dem Einkaufsmanager. Index gab es besser als erwartete Zahlen, insofern erwartet wurde, dass es ungefähr so ist wie davor. Es ist aber besser sogar, also ein positives Bild auch ebenfalls hier bei den Caixin, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, wenn ich ehrlich bin, aber insgesamt also nicht so schlechte Zahlen von der Seite aus. Und auch hier in Europa ist alles entweder den Erwartungen entsprechend oder sogar besser oder je nachdem, aus welcher Richtung man da guckt, aber zumindest mal unkritisch. Und auch für Großbritannien, das GDP ist leicht besser ausgefallen als erwartet. Insofern, die Welt scheint in Ordnung zu sein. Wenn wir schon hier bei den Terminen sind, heute ist natürlich die Messe schon gelesen, aber über Nacht, da wird in Japan der Tankern-Bericht veröffentlicht und der ist auf jeden Fall für Bewegung gut. Also da nochmal aufpassen, insbesondere für alles, was mit japanischen Yen bewertet ist. Das sind natürlich einzelne Aktien als auch Währungen natürlich. Aber das kann auch ein bisschen Einfluss haben auf den zumindest mal Markt in der westlichen Welt. Denn wir wissen, dass Japan ja doch zwar asiatisch, aber doch relativ angepasst an die westliche Wirtschaftslogik eben ist. So, wollen wir aber mal gucken, bevor wir auf den DAX gucken, was der Dow Jones bisher gemacht hat. Und da müssen wir sagen, er hat schönerweise uns den Gefallen getan. Nämlich nochmal das Tief, was wir letzte Woche, also letzte Woche sah das Ganze noch irgendwo hier oben aus und da habe ich gesagt, ah, sehr korrektiv das Ganze, ich hätte gerne nochmal ein neues Tief, das wäre klasse. Das wusste ich natürlich nicht, ob das kommt, aber der Markt hat gesagt, naja gut, wir versuchen das zumindest mal und er hat es ja nicht ganz punktgenau hier bisher zumindest mal gesehen, aber zumindest mal gibt es jetzt einen neuen Versuch zu starten und da können wir jetzt mal schauen, wie dynamisch das nach oben wird. Im Moment sieht das ja mal ganz gut aus und wir können dann als nächstes gucken, wie korrektiv das nach unten ist, also möglicherweise, falls es nicht doch noch mal wirklich runtergeht und wir dann ein echtes neues Tief hätten, was sich noch mehr favorisieren würde, dann hätten wir nämlich nicht mehr das Hoch hier, sondern hier oben sogar als Trigger. Aber selbst wenn nicht, dann können wir gucken, ist eine rückwärtige Bewegung irgendwie was Wackeliges. Ob das jetzt hier ist, ob das hier, hier, hier wird, das können wir dann sehen. Aber im Prinzip stehen diese beiden Welten im Wettbewerb, bekommen wir entweder etwas, was so ähnlich aussieht, also vergleichbar mit sowas oder sowas hier, oder bekommen wir etwas, was tendenziell eher so aussieht. Man sieht es hier in die Gegenrichtung beispielsweise. Das ist mit Sicherheit dann noch nicht der Burner und würde uns dann neue Trigger auf der Long-Seite eben geben. Also insgesamt das Bild nicht negativ geworden. Auch nach dem Wochenende sieht alles noch babena aus. Wir können also darauf setzen, dass die nächste Marktbewegung nochmal in Richtung nach oben geht. Nicht notwendigerweise, wie gesagt, für heute, aber insgesamt kann man das, denke ich, schon sagen, auch mit Blickrichtung hier nochmal der Allzeithoch. So, und jetzt gucken wir nochmal auf den DAX. Ich habe es eben versprochen. Wie sieht es denn da aus? Ja, immer noch die Aufwärtsrichtung sehr, sehr stark und wir haben hier so ein bisschen die Gegenbewegung, auch hier so ein bisschen Gegenbewegung. Aber das Teil hier oben, das wird jetzt spannend werden, denn das sieht nicht mehr ganz so toll aus. Das sieht ein bisschen kursüberschneidend, es sieht ein bisschen korrektiv aus, aber es geht in Trendrichtung. Die Richtung ist nach oben und insofern ist das eigentlich ein typisches Zeichen für das Auslaufen der Bewegung, Ending Diagonal, sagt manch einer dazu, nämlich am Ende einer Bewegungsdynamik kann, muss nicht unbedingt, aber kann häufig so ein Verlaufsmuster eben erscheinen, in Trendrichtung, aber wackelig. Wenn es erscheint, wie gesagt, es ist nicht immer da, aber wenn es erscheint, ist das eigentlich ein Zeichen, vorsichtig, Päuschen ist angesagt. Keine Sorge, es geht hier nicht um ganz was Großes, sondern es geht aus meiner Sicht eher darum,
dass wir, je nachdem, wo das Hoch ist, das müssen wir jetzt natürlich raten, tun wir mal so, als ob es dieses Hoch ist, dass wir irgendwo in diesem Bereich hier zurückfallen. Und auch hier gilt natürlich ähnlich, wie wir es beim Dow gesagt haben, wenn er runterkommt, ist es wackelig, dann ist es super mit Triggerwahrscheinlichkeiten auf der Oberseite oder ist es eben eher scharf. Wir wissen, die Risiken sind nicht weniger geworden. Wir haben viele Punkte, die offen sind. Zum Beispiel ist morgen in China ganz große Parade angesagt. Wir haben Feiertag morgen in China oder beziehungsweise die ganze Woche und dementsprechend kein direkter Einfluss von der Seite zumindest mal, aber ein indirekter Einfluss, denn wir haben dort das 70-jährige Jubiläum von der Volksrepublik China und dort werden einige Paraden erwartet. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, ob es dort Feingefühl gibt, wie man mit der Welt und den Bildern umgehen sollte, was Kraftmeierei angeht beispielsweise, oder ob man sagt, haha, Leute, jetzt guckt mal, wir zeigen euch mal was, setzt euch mal hier da tapfer hin und dann guckt mal, wie wir Großen das machen. Na gut, lassen wir uns da mal überraschen. Alles das wird den Markt sicherlich beeinflussen. Aktuell, deshalb die Charttechnik, sieht der Markt es eher positiv. Keine wirklichen Sorgen und Gefahren eingepreist hier, sondern, oder sie sind eingepreist, aber nicht in dem Sinne sichtbar geworden durch einen langweiligen Kursverlauf. In diesem Sinne vom Chart alles Gute, bis zum nächsten Mal.